So, Leute, sind wir zurück beim nächsten Booster. Nachdem wir das letzte paar Mal wirklich immer wieder, sobald wir ein Return to hatten, immer wieder die Booster auch dazu geöffnet haben, wie zum Beispiel Kamigawa, dachte ich mir, wenn wir zu Dominaria zurückkommen, gucke ich mir nochmal an, was Dominaria damals hatte. Dominaria kam raus 2018 und So, gucken wir uns mal 2018. Core Set 2019. Stimmt, überall mit Nicole Bolas drauf. Ich erinnere mich. Ein wunderschöner Saproling. Gucken wir uns mal an. Wir haben Arcane Flight. Oh mein Gott, diese Katze, die diesen Vogel da. Oh mein Gott. Ein Mana, Enchantment, eine Kreatur kriegt plus 1/1 und fliegt. Wow. Nice. Guter Start. Dab. 3 Mana, Enchantment, eine Kreatur kriegt +2/+2, ist ein Knight und kriegt Erstschlag. Nicht schlecht. Frenzied Rage, mehr Auras bitte. Wir haben es ja nur Auras gezogen. 2 Mana, eine Kreatur kriegt +2/+1 und Menace. Mehr Auras? Nee. Gaia's Protector, 4 Mana, 4/2, muss geblockt werden, wenn es möglich ist. Okay. Die West, okay. 1 Mana, Sorcery, der Gegner zeigt seine Hand vor, ihr wählt ein Artefakt oder eine Kreaturkarte davon und der Spieler muss es abwerfen. Ist das eklig. Tolarian Scholar. Dieses Ding sieht viel zu echt als ein Mensch aus. 302/3. Das sieht weniger echt wie ein Mensch aus. 1 Mana Verzauberung, natürlich eine Verzauberung. Die Verzauberte Kreatur geht +1/+1. Und wenn die Kreatur stirbt, bringen wir die Kreatur zurück auf die Hand. Okay, für 1 Mana. Nicht schlecht. Run Amok. 2 Mana eine Kreatur geht +3/+3 und Trampel. Nicht, auch nicht. Für 2 Mana +3/+3 und Trampel. Krass. Cloud Reaper Sphinx. 5 Mana 3/4 fliegend, wenn sie spielt, bekommt Scry 2. Landwaves, klar. 1 Mana 1/1 tappen für 1 Mana. Time of Ice. Okay, das ist eine Saga. 4 Mana Sagas haben, kommen mit einem Lore-Counter ins Spiel. Also, wenn sie ins Spiel kommen, kommen Lore-Counter drauf. Oder nach dem neu gezogen haben, kommt auch ein Lore-Counter drauf. Und wenn wir die Zahl erreicht haben, wird der Effekt ausgelöst und geopfert. So, bei 1 und bei 2, was schon seltsam genug ist, tappen wir eine Kreatur, die Gegner kontrolliert. Sie enttappt nicht, solange wie wir diese Time of Ice kontrollieren. Und für 3 bringen wir alle getappten Kreaturen zu auf die Hand. Wow. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir Zalfrin Void. Wenn du ein Spiel bekommst, Crimes, tappen für einen Farblos. Okay. Und Bernd, Steward of Argive. 4 Mana 2/4 Wachsamkeit. Kreaturen, die euch oder einen Planeswalker, die ihr kontrolliert, angreifen, müssen mindestens 1 Mana bezahlen, sonst dürfen sie das nicht. Ja, okay. Unsere Rare ist. Was bist du denn? The First Eruption. Okay. The First Eruption. 3 Mana. Auch hier eine Saga. Beim ersten fügt ihr 1 Schaden an jede Kreatur ohne Fliegen zu. Bei der zweiten kriegt ihr 2 rote Mana. Und beim dritten könnt ihr einen Mountain opfern, um 3 Schaden an jede Kreatur zuzufügen. Okay. Dann noch eine wunderschöne Plains. Und dann war es das mit dem Booster. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.